Herzlich willkommen im Mrs. Greenery Studio. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe euch nämlich etwas ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar diesen tollen Greenery-Kranz. Wir haben den Kranz diese Woche am Mittwoch, ja, beim Live-Online-Workshop im Mrs. Greenery-Abo gebunden. Mehr Infos dazu gibt es unten, ich verlinke es euch gerne. Und der Kranz besteht aus Waldkiefer, Sicheltanne, Mooszypresse, ein bisschen Borstenhirse und getrockneten Eukalyptus populus. Wenn ihr mich noch nicht kennt, dann verrate ich euch heute eines, und zwar: die meisten Kränze, die ich binde, kommen nicht an die Wand, sondern die dekoriere ich am liebsten liegend auf dem Tisch oder auf dem Sideboard. Und so möchte ich das auch heute mit diesem Kranz machen. Aber einfach nur am Hinlegen und Dekorieren, das wäre ja einfach. Ich möchte euch heute eine besondere Deko-Idee mit diesem tollen Januarkranz zeigen. Ich nenne ihn einfach mal Januarkranz aus dem Grund, weil noch einiges an Wintergrün mit dabei ist. Und weil ich finde, dass er auch richtig, richtig gut in den Januar passt. Natürlich auch perfekt an die Haustüre. Aber wie gesagt, ich zeige euch heute mal eine etwas andere Deko-Idee. Mein erster Tipp für euch: denkt immer daran, wenn ihr Kränze auf dem Tisch oder auf dem Sideboard dekoriert, was immer dazu gehört, das ist ein Deko-Tablett. Ich habe so relativ schlichte aus Zink mit Jute-Griffen bei mir im Mrs. Greenery Shop, und die eignen sich hervorragend als Unterlage für unser heutiges Projekt. Besonders aus diesem Grund, weil die wasserdicht sind. Ich möchte nämlich heute den Kranz mit Frühlingsblühen aufdekorieren. Und Frühlingsblüher brauchen natürlich Wasser, deshalb wird gegossen und deshalb sollte die Unterlage wasserfest sein. Solltet ihr jetzt eine Unterlage haben, die nicht wasserfest ist, dann müsst ihr es einfach mit ein bisschen Plastik ausstaffieren oder einen wasserdichten Übertopf reinstellen, dann funktioniert die Deko sicherlich auch ganz gut. Ich mag es aber immer ganz einfach, und aus diesem Grund, ihr wisst, einfach und schnell soll es gehen. Das finde ich immer wichtig bei Dekorationen, wenn man da stundenlang drum rummachen muss. Ich finde, dann vergeht einem doch auch meistens die Freude. Es muss schnell sein, einfach sein und das Ergebnis natürlich grandios. Also lasst euch überraschen. Ich habe folgende Frühlingsblühe mitgebracht: Muscaris, blaue Muscaris und weiße Muscaris. Ich nehme die Frühlingsblühe aber nicht aus dem Töpfchen. Denn ansonsten müssten wir wirklich was Wasserfestes in die Mitte des Kranzes einbringen. Aber ich wollte es heute wirklich ganz, ganz einfach halten. Und deshalb kommen die Frühlingsblüher im Plastiktöpfchen in die Mitte. Die wachsen da genauso gut und blühen natürlich auch richtig, richtig schön. Und ihr seht schon, wenn ich die jetzt reinsetze, die gehen ein bisschen unter. Deshalb müssen wir den unteren Bereich noch ausstaffieren. Ich mache das eigentlich immer ganz gerne mit Naturmaterialien, besonders weil die Naturmaterialien dann natürlich auch die Feuchtigkeit aufsaugen. In diesem Fall entscheide ich mich heute für ganz normales Moos. Was ihr auch nehmen könnt, vielleicht ein bisschen Rinde unten rein. Im Notfall geht natürlich auch Plastik, aber ich schaue da wirklich immer, dass ich ganz, ganz natürliches Material nehme. Ich habe jetzt mal im unteren Bereich eine Grundlage geschaffen mit dem Moos. Und schaut mal, jetzt passt das doch schon besser. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel Frühlingsblühe ich reinbekomme. Ja, 3 Stück passen recht gut. Je nachdem, was ihr für Töpfchen habt. Die Frühlingsblühe gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Es gibt kleine, mittlere, ganz große. Ich habe jetzt hier die kleinen Töpfchen, also ihr müsst da einfach mal ausprobieren. Und wenn es dann vielleicht doch gar nicht passt, dann könnt ihr eventuell auch die Töpfchen wegnehmen und dann doch richtig einpflanzen. Schaut mal. Und schon sitzen die Frühlingsblüher. Nun kommt das Wichtigste. Wir müssen den oberen Bereich natürlich gestalten, denn so auf die Töpfe mag ja niemand blicken, das sieht ja nicht schön aus. Ich mache das heute mit Moos und wir haben hier 2 Möglichkeiten. Also ich habe euch 2 Sachen mitgebracht. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was besser passt.
Und zwar habe ich das ganz normale Waldmoos mitgebracht, getrocknet, bekommt ihr so bei mir im Shop. Und dann habe ich aber noch mal was mitgebracht, und zwar getrocknetes Bollenmoos. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, wenn ihr euer Bollenmoos in der Wohnung dekoriert und es nicht gießt, dann trocknet es euch wunderschön ein. Es bekommt dann so ein bisschen einen, ich möchte nicht sagen türkisen, aber einen etwas helleren Grünton. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, welcher Grünton besser zum Kränzchen passt. Ich muss euch ehrlich sagen, das Waldmoos, das ist mir wirklich fast zu grün, also zu, ja, das hat man zu kräftiges Grün. Deshalb entscheide ich mich heute fürs Bollenmoos, fürs Getrocknete. Und je nachdem, was ihr für Stücke habt, kleinere, größere, guckt einfach, wie sie am besten passen. Und ansonsten lässt sich das Bollenmoos natürlich auch ganz, ganz easy auseinanderbrechen. Und ihr seht schon, ihr könnt die Naturmaterialien aus dem Mrs. Greenery Shop, besonders auch das Moos, immer wieder verwenden. Das Waldmoos, das bekommt ihr bei mir ja schon vorgetrocknet, aber auch frisch. Und das Frische trocknet euch auch wunderschön ein. Und ihr könnt es dann später einfach getrocknet dekorieren. Also ihr habt wirklich immer etwas mit Mehrwert. Achtet darauf, wenn ihr das Bollenmoos dekoriert, dass ihr das Ganze auch so ein bisschen nach unten drückt. Bollenmoos ist vom Volumen her ja etwas dicker als das normale Waldmoos. Und deshalb finde ich, ist es ganz wichtig, dass man es auch so Deko anpasst. Es sollte dann auch nicht zu weit rausstehen, denn dann sieht es nicht mehr natürlich aus. Das ist wieder so eine richtig meditative Arbeit. Also ich finde, in so einer Deko kann man sich wirklich verlieren. Und ihr wisst ja, aber ich denke, man kann es auch nicht oft genug sagen, die Natur ist unser Vorbild. Und immer wenn ihr so einen Bereich dekoriert, denkt daran, wie es draußen in der Natur aussieht, wie es im Wald aussieht, wie es bei euch im Garten aussieht. Klar, wenn ihr frisch gejätet habt oder wenn ihr richtig, richtig viel jätet, das dürft ihr euch nicht zum Vorbild nehmen, denn das ist ja nicht die Natur. In der Natur ist immer irgendwas auf dem Boden los. Und ich wäre jetzt soweit. Ich zeige euch das Ganze gerade mal. Schaut mal, wie natürlich das jetzt aussieht. Der Kranz geht jetzt fast, also die Form des Kranzes ist jetzt eigentlich kaum noch erkennbar. Und wir haben eine richtig schöne, tolle grüne Dekofläche. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Jetzt kommen unsere kleinen, feinen Naturdeko-Highlights. Und die müssen auf jeden Fall sein. Denn erst durch unsere kleinen Highlights wird die Deko zu etwas Besonderem. Und was ich bei dieser Deko auch total schön finde, sie verändert sich wirklich jeden Tag. Denn die Muscaris fangen langsam an zu wachsen, werden größer. Und ja, ich kann es euch jetzt schon verraten, ihr werdet eine große Freude an dieser Deko haben. Was ich mitgebracht habe, sind einmal gesammelte kleine Zweige. Haltet einfach mal die Augen offen, wenn ihr draußen in der Natur unterwegs seid. Da gibt es so schöne Zweige, die auf dem Boden liegen. Schaut mal, die haben jetzt so grüne, gelbe Flechten, graue Flechten. Dann habe ich hier welche mit etwas fluffigeren Flechten. Erinnern noch so ein bisschen an Winter. Und ich finde, das darf jetzt im Januar aber auch noch sein. Das Frühjahr klopft zwar schon an, aber wir haben einfach immer noch Winter. Ich glaube, letzte Woche hat es bei uns auch noch mal gut geschnien. Und dementsprechend dürft ihr euch jetzt im Januar auf jeden Fall noch ein bisschen am Winter dekorieren. Aber wer Lust auf Frühling hat und sagt, oh, ich kann es nicht mehr erwarten, der kann natürlich auch schon richtig frühlingshaft loslegen. Und ihr seht, ich huschte hier auch ein bisschen nach. Ich lege es erstmal hin und gucke, wie es passt. Wichtig ist auch, immer erst die etwas größeren Zweige zu dekorieren. Ich glaube fast, dass mir das so schon ganz gut gefällt, obwohl der sicherlich auch noch gut reinpassen würde. Ich muss es gerade mal kurz zu mir drehen.
damit ich sehe, wie es so wirkt. Denn ich dekoriere ja momentan immer so, damit ihr es gut seht von eurer Seite aus. Man hat ja immer so einen Punkt, auf den man dekoriert. Sprich, wenn die Schale bei euch auf dem Sideboard steht, dann guckt ihr auch immer von der Seite aus drauf. So, schaut mal. Ich habe jetzt das noch dazwischen gemacht und so gefällt es mir eigentlich ganz gut fürs Erste. Aber wir sind noch nicht fertig, denn ihr wisst ja, mehr ist mehr. So ist auch unsere heutige Devise. Ich schaue es mir aber noch mal ganz kurz an. Ich habe das Gefühl, ich lasse den draußen. Ich lasse den weg. Es gefällt mir so besser. Ich finde es so irgendwie ein bisschen stimmiger. Schaut mal, was ich heute auch noch mitgebracht habe. Das ist so ein Stück Rinde. Die habe ich auch mal, ich glaube, im Wald gesammelt. Und die ist mir jetzt aber fast zu groß. Ich breche die dann einfach auseinander. Also ziert euch da nicht. Und lege jetzt die einzelnen gebrochenen Rindenstücke auch noch hier auf unseren, ich sage jetzt mal Waldboden, obwohl es ja kein Waldboden ist, nee, Muscaris wachsen nicht im Wald, auf unser Arrangement. Und als nächstes werde ich jetzt noch ein paar Schnecken dazulegen. Wie immer, ihr kennt sie, die braunen Lamarckianer-Schnecken habe ich natürlich mit dabei. Ich finde, die dürfen gar nicht fehlen. Dann die klassischen kleinen Schnecken. Alles, was ich euch hier zeige, inklusive Zinktablette, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, findet ihr natürlich in meinem Sortiment, im Mrs. Greenery Shop. Also wenn euch noch was fehlt, guckt da einfach mal rein. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch einiges bei euch zu Hause im Fundus. Oftmals sammelt sich ja so im Laufe der Dekotätigkeit gell, einiges an. Ich denke, viele von euch können davon sicherlich ein Lied singen. Und ich bin ja auch so ein Sammler und Horter. Also ich kann nichts wegschneiden an ich kann nichts wegschmeißen an Naturdekomaterialien. Ich sammle alles und hebe auch alles auf. Ich habe verschiedene Kartons zu verschiedenen Themen und ich freue mich dann immer wieder, wenn ich auf was zurückgreifen kann. Und denkt daran, die Schnecken auch ganz, ganz natürlich zu verteilen. Was ich auch wieder mitgebracht habe, schaut mal, das ist noch ein bisschen Islandmoos, ein dunkelgrünes. Ich finde, das bringt auch immer ganz, ganz, ganz viel Natürlichkeit. Ich mache jetzt da nur so ganz kleine Zipfelchen weg und lege die so zwischen die Muscaris und zwischen die Schnecken. Und ich muss jetzt einfach noch mal ganz kurz drehen, damit ich sehe, was unser Deko-Arrangement macht. Und ja, es sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich bin zufrieden. Bis auf die weiße Schnecke. Schaut mal, das sind die normalen kleinen braunen Schnecken geweißt. Ich finde, die passt heute nicht in unser Arrangement. Ich nehme da lieber auch eine braune. Und schaut, ihr seht es, ich mache es jetzt auch, schaut immer wieder auf eure Deko, also wenn ihr dekoriert. Macht man ja sowieso unterm Dekorieren, aber geht auch mal einen Schritt zurück. Schaut drauf, wo könnte noch was fehlen, wo passt vielleicht noch was rein. Wo kann man vielleicht noch eine Schnecke drehen? Ich finde, beim Schneckendekorieren ist auch immer ganz wichtig, dass die nicht alle in eine Richtung gucken. Denn das sieht sonst auch recht unnatürlich aus. Also guckt, wenn ihr die Schnecken dekoriert, dass eine mal in diese Richtung schaut, eine in diese. Denn in der Natur liegen die ja auch nicht alle gleich auf dem Boden rum. Und dann würde ich sagen, ist unser Arrangement schon fertig. Wenn ihr also vielleicht noch einen Kranz übrig habt, vielleicht sogar noch euer Adventskranz, wenn der noch schön grün ist, dann dekoriert die winterlichen Sachen ab, also eure Adventsdeko, wenn da was auf dem Adventskranz war, und benutzt den grünen Kranzrolling für dieses Arrangement. Und diese Idee lässt sich natürlich auch mit Frühlings- und mit Sommerkränzen umsetzen. Und wer möchte, wer vielleicht noch Lust auf Meerschnecken hat, der kann die auch noch hier außen in dem Bereich anbringen. Also da ist eure Kreativität wirklich freien Lauf gelassen. Aber ich muss sagen, mir gefällt es so schon ganz gut. Ihr seht, das war wieder eine Rucki-Zucki-Deko-Idee, wirklich einfach nachzumachen. Aus einem Kranz wird ein tolles Naturdeko-Arrangement für euren Tisch.
oder für euer Sideboard. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt kreativ, seid kreativ und bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch.